Ja, servus. Ein kleines Video für zwischendurch mit äußerst schlechten Nachrichten. Am 9.6. sollte eigentlich auf meinem Kanal Fallout 2 beginnen als Let's Play. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, die ersten 5 Stunden habe ich wegen mehrerer Bugs nun weggeschmissen. Jetzt habe ich weitere 5 Stunden aufgenommen, habe sogar einen Performance-Patch overclockt über Steam. Und es ist nicht besser geworden. Man, ja, das Spiel läuft zwar, aber ich muss euch auch nun ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt weitere 5 oder 6 Stunden wieder von vorne angefangen. Ich habe jetzt alles in allem, glaube ich, 14 Stunden in Fallout 2 investiert und ich habe keinen Bock mehr. Im Anschluss an dieses kleine Infovideo wirst du einen kleinen Ausschnitt sehen aus dem Let's Play, also aus der Vorproduktion. Das Kampfsystem ist für mich persönlich der ausschlaggebende Grund, warum ich dieses Let's Play dann. Ich werde es zwar zeigen, so lange wie es geht, oder so lange wie ich es aufgenommen habe, aber es kann sein, dass das Let's Play abrupt endet. Das Kampfsystem ist kein Kampfsystem. Du bist in diesem Spiel eine willkürliche Schlampe, die das Arschloch hinhält und du wirst einfach nur gefickt und gefickt. Du kommst nicht weiter, du musst permanent kämpfen, 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 kämpfen mit einer Geschichte im Hintergrund, die noch irrelevanter ist als wie die von Anthem oder sonst irgendein Scheiß. Ich muss euch auch und ehrlich gesagt gestehen, ich weiß, Ronny und ich weiß auch Daniel, ihr hättet euch das Spiel gern gewünscht, aber ich werde es nicht lang bringen. Es tut mir echt leid, ich kann nicht mehr, ich bin des Fallout 2 müde. Ich bin müde des Kämpfens, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Die Zufallsbegegnungen sind ein Graus in den Spiel. Da gibt's welche, da kannst du ja oder nein sagen. Und dann gibt's welche, da wirst du gezwungen dazu, kommst in diese Zufallsbegegnung rein. Und wenn du niedrig gelevelt bist, wirst du innerhalb von 5 bis 6 Attacken getötet. Du machst im Schnitt 5 bis 15 Punkte Schaden. Der Gegner, na, du machst mit einem Schlag 5 bis 15 Trefferpunkte Schaden. Und der Gegner, der, wenn die zu 5 sind, greift jeder dreimal an, also 5 mal 3 ist 15, greifen sie dich 15 mal an. Und ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, das ist willkürlich hoch 3000. Ich muss euch auch ehrlich gesagt gestehen, so sehr ich mir jetzt auch das Spiel gefreut habe, desto liebend gern habe ich es jetzt auch wieder deinstalliert. Ich will nicht mehr, ich bin das Fallout 2 müde. Ich will mich nicht mehr mit diesem Drecksspiel um und dumm ärgern. Offen und ehrlich gesagt, da bringe ich im Nachhinein lieber Fallout 3 auf der Xbox One, ist abwärtskompatibler, das funktioniert und hat weniger Bugs. Bis fast gar nichts. Ich entschuldige mich nochmal, falls ich da jetzt ein bisschen deprimiert, traurig oder sonstiges klinge, enttäuscht klinge, aber es geht nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin des Fallout 2 müde. Und kleine Ankündigung, Fallout 1 wird auf meinem Kanal auch nicht kommen. Es tut mir leid für diese Entscheidungen, ich musste sie treffen. Ja, egal. Ich wünsche euch dabei was. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Baba. Scheißspiel. New Reno, wenn ich dir mal schauen. Wow.
Sicher. 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 Jawohl. Willkür forever. Das beste Spiel. Jawohl. Jawohl. Super. Schon wieder die Schnauzen voll heute, ehrlich. Gekommen. Gekommen. Es ist so nervtötend. Na ja, gut. Und ich mach wieder keinen Schaden. Das kann so nicht sein, bitte. Warum? Warum verursache ich keinen Schaden, aber das Spiel bringt mich mit einmal um. Also ganz kapieren tue ich es nicht. Ehrlich nicht. Da, ich mache ja nicht einmal einen Schaden. Langweilig. Warum kann ich nur so, warum kann ich einmal was machen und das Spiel darf zigmal was tun, das kapiere ich nicht. Das ist so ein willkürliches Scheißdrecksystem. Jawohl, fick mich, du dummes Drecksspiel. Morgen am. Ich verstehe das System dahinter nicht. So unglaublich. Tut mir echt leid, aber ich bin schon wieder kurz davor, dass ich das Spiel abbreche. Es interessiert mich nicht mehr. Ich kann machen, was ich will. Ich bin die Schlampe eines Videospiels. Schaut euch das bitte an. So, ich hab wieder keine Aktionspunkte. Ich verstehe es nicht. Es wird so langweilig. Ich habe viel Verständnis. Ich habe wirklich schon viel dumme Videospiele gespielt, aber das übertrifft alles.
Das übertrifft bis jetzt wirklich alles. Ich muss euch offen und ehrlich gesagt gestehen, Fallout 2 ist derzeit das schlechteste Videospiel, das ich je gespielt habe. Das hat mit Oldschool nichts zu tun, das ist reine Willkür. Sorry, ich verstehe das System dahinter nicht. Ich verstehe es nicht. Ich darf einmal und vier Gegner dürfen jeweils dreimal. 3 mal 4 ist 12. Was macht das für einen Sinn? Das hat mit Oldschool nichts zu tun. Das hat mit einem Kampfsystem nichts zu tun. Das hat mit einem, weiß ich nicht mit was, nichts zu tun. Es ist reine Willkür. Was ist das für ein Dreckskampfsystem? Kampfsystem. Ich verstehe es nicht. Diese Willkür dahinter. Und das hat dann nichts mehr mit Schwermachen zu tun. Das ist behindert. Das kann ich während dem Kampf nicht machen. Nicht. Das ist so behindert. Ich... Und willst mir jetzt beeindrucken, du Scheißer, du. Ich verstehe dieses Kampfsystem nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Das ist so willkürlich und nichtssagend. Drei Trefferpunkte. Es ist so ermüdend, es ist so langweilig. 6 Trefferpunkte, toll. Ja, jetzt steht er wieder auf, jetzt kommt er dann wieder zurück, jetzt habe ich da noch 4 Hunde und jeder Hund darf noch 70 Mal.
Ja. Sieben Trefferpunkte, toll. Freut mich wirklich. Ist das langweilig? Toll. 8 Trefferpunkte. Toll. Schön. Jetzt steht er wieder auf und in knapp 4 Minuten bin ich dann kaputter Witsch. Ja. Da ich kann 95% habe ich überall, dass ich da die Trefferdings habe. Aber ich gehe jetzt da her. 9 Trefferpunkte. Und ich fixiere mich mit den Waffen auf den Scheiß. Warum? Für was? Hat ja alles keinen Sinn. Du musstest im Ödland dein Leben lassen.